Boah, schau mal, ich meine, willkommen zurück zu einer Folge Backen hieß, dann war ich schon im Hühnchenhof und Arsch. Aber jetzt erst spielen wir noch eine Runde Undertale. So, wir sind jetzt hier am Ende des Genozide-Modes. In dieser Folge beenden wir es. Lass uns einfach nur zum Punkt kommen. Es ist ein wunderschöner Tag draußen. Vögel zwitschern, Blumen blühen. An Tagen wie diesen sollten Kinder wie du... Jetzt Concentration. Ah. Er hat mich einmal gestreift, verdammt. Na gut, aber das war schon mal recht gut. Ich hab's doch schon einmal ohne geschafft, ohne kaputt zu gehen. Du fühlst dich, als würdest du eine schlechte Zeit haben. Werden, tun, sein, was auch immer. Ja, ich werde jetzt während den Attacken nicht so viel reden können, weil Sense ist wirklich anfordernd. Was? Hast du gedacht, ich würde einfach nur so stehen und das zu nehmen? Also das machen zumindest die meisten Gegner. Das ist auch was Witziges. Der Sense ist irgendwie der einzigste Gegner von allen Gegnern, der in irgendeiner Form ausweichen kann. Alle andere Möglichkeiten nicht zu treffen, wäre es einfach daneben zu schlagen aus eigenem Antrieb. Unsere Reports haben eine massive Anomalie in dem Raum Zeitkontinuum gezeigt. Zeitlinien springen links und rechts, starten und stoppen. Ach, denke ich. Na gut, hier halte ich jetzt still, da verliere ich wesentlich weniger Leben, als wenn ich irgendwas versucht hätte. Bis alles plötzlich endet. Ah, das ist jetzt schon das circa fünfte Mal, dass ich hier die Aufnahme versuche, ohne zwischendurch zu sterben. Ich bin diesmal auch nicht dumm, diesmal esse ich auch mal was. Also... Die Stimme gibt hier langsam nach, also Sans Stimme ist hier wirklich anspruchsvoll. Der hältst du doch schon weh, also das ist wirklich krank, hier zu versuchen, seine Kennenstimme hinzubekommen. Kriegt er eh nicht hin, aber ich kann es einfach nicht lassen, das zu versuchen. Und wir spüren wieder, wie unsere Sünden uns über den Rücken laufen. So. Das ist deine Schuld, oder? Hat er gut erfasst. Hui. Bam. Dann. Du kannst nicht verstehen, wie sich all das anfühlt. Ich will es nicht verstehen, Sans. Habt ihr das gesehen? Das war so knapp. Zu wissen, dass eines Tages ohne irgendeine Warnung alles geresettet wird. Das war schlecht. So. Guck, ich hab schon vor langer Zeit aufgegeben, zurückzugehen. Ja gut, also wenn du mich mal auf die Oberfläche willst. Ach, dang it, verdammte Schwerkraft. So. Und zur Oberfläche zu gehen, interessiert mich auch nicht mehr. Okay, für dich ist zurückgehen und zur Oberfläche zu gehen anscheinend was komplett anderes. Auch interessant. So, das bedeutet, dass Sense irgendwo anders herkommt, aber nicht von der Oberfläche. Bei dem Move hier verkacke ich immer. Keine Ahnung warum. Weil, selbst wenn wir es tun, wir würden einfach nur wieder hier enden. Ohne eine Erinnerung daran. Richtig. So, und weil ich diesmal kein Risiko mehr eingehe, werde ich gerade noch was schlucken. Was kommt jetzt hier? Ach so, dieser Move. Ja, den habe ich geübt. Ich habe nur keine Ahnung, wie gut ich ihn jetzt hier hinkriege. Okay, jetzt durch den Vorführeffekt überhaupt nicht mehr. Ich hasse den Vorführeffekt. Immer macht er mir einen Strich durch die Rechnung. Um ehrlich zu sein, es macht es irgendwie schwer für mich, alles zu geben. Okay. Oh Gott. Ah. Uff. Boah. Jörg! Ah. Okay, das war schade. So. Nein. Oh. Nein, wir werden jetzt nicht diese Runde sterben, bitte. So, dann Instant Noodles. Scheißen wir drauf. So. Oder es ist einfach nur eine arme Entschuldigung dafür, falsch zu sein.
Ist die Hölle, wenn ich das nur wüsste. Ja, sind wir beim letzten Mal ja gescheitert. Da erinnere ich mich noch recht lebhaft. Oh Gott. So. Andere Leute hatten da eine recht interessante Technik, das auszuweichen. Das hätte ich mal nachher versuchen, wenn es noch einmal kommt. Alles, was ich weiß, ist zu sehen, was als nächstes kommt. Ich kann es mir nicht mehr leisten, mich nicht mehr für zu interessieren. So, dann versuchen wir mal die Technik, die so ziemlich jeder andere verwendet. Okay, sie hat bei mir kläglich gescheitert. Na gut. Jetzt wo das gesagt ist, du, magst es wirklich, das Ding herumzuschwingen, oder? Hör zu, Freundschaft. Es ist was wirklich Großartiges, richtig? Lass uns einfach nur aufhören zu kämpfen. Ja, hier verschont uns jetzt. Warte, da fressen wir mal gerade was. Dann, wenn man dieses Lied hier übrigens in höherer Geschwindigkeit, ich weiß nicht mehr genau welche, abspielt, ja, auf jeden Fall extrem beschleunigt, sollte hier jetzt His Theme rauskommen. Da haben wir noch das gegessen. Dann, Sensor schont uns auf seine Weise, aber er verschont uns. Ja, ihr habt auch gerade seinen Versuch gehört, uns zu überreden. Im Normalfall ist sein Spruch etwas ausgiebiger, aber beim wiederholten Male macht er es nicht mehr so herzhaft. Keine Ahnung warum. Ja, sein erster Versuch war: Hör zu, ich spüre etwas in dir. Den Funken einer guten Person. Einer Person, welche mal in einer anderen Zeitlinie versucht hatte, etwas Gutes zu tun. Nee, das Richtige zu tun. Warum können wir nicht einfach zurück auf diese Zeit gehen? Leg diese Waffe weg. Das würde meinen Job hier um einiges einfacher machen. Ja, das ist seine Originalaussage, ins Deutsche übersetzt natürlich. Dann, und wir beenden den Schnürzeit-Mode jetzt damit, dass sie ihn verschonen. Du verschonst mich. Endlich. Kumpel. Freund. Ich weiß, wie hart es für dich sein muss, diese Entscheidung zu treffen. Zurückzugehen auf alles, was du erarbeitet hast. Ich will einfach nur, dass du weißt, dass es nicht verschwindet wird. So. Komm schon, Paul. Ja, die tödlichste Umarmung des Spiels, aus der man nicht entkommen kann und die uns umbringt. So. Game over. Ja, also normalerweise wird sich jetzt jeder hier voll verarscht und denken, jo, ich habe den Genocide-Mode halt auf eine andere Art geschafft. Ja. Die sehen das als Troll jetzt von dem Sense. Ja, ich sehe das jetzt wirklich als eine Art für mich, den Genocide zu beenden, weil ich keinen Bock habe, auch noch den Sense umzubringen nach dieser Rede. Get Dankton! Wenn wir wirklich Freunde sind, wirst du nicht zurückkommen. Und das werden wir auch nicht. Wir sind in der nächsten Folge wieder am Ende des True Pacifist Modes. Der Genocide ist hiermit beendet, Leute. Ciao.